Hallo zusammen, wir sind's wieder, Andi und Björn von ExoIQ und wir haben heute wieder ein Exoskelett-Thema für euch. Wir konnten nämlich auf der Automatica 2022 unser aktuelles Modell, das aktive Schulter-Exoskelett S700, mit über 1000 Besuchern testen und haben jede Menge Feedback bekommen. Und eine häufig gestellte Frage war, ob sich Exoskelette nicht eigentlich nur an Personen mit geringer Körperkraft oder an Personen mit speziellen Vorerkrankungen richten. Und im Umkehrschluss, ob ich denn eigentlich überhaupt ein Exoskelett gebrauchen kann, wenn ich doch sowieso gesund und fit bin? Und diesen Fragen gehen wir heute einmal nach. Es gibt ja in der Tat Exoskelette, die bei Krankheiten helfen und dementsprechend im Reha-Bereich oder im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass man als gesunder, fitter Mensch ein Exoskelett nicht gebrauchen kann. Das stimmt. Aber hierbei handelt es sich um medizinische Exoskelette, die speziell dazu entwickelt wurden, Bewegungen wieder zu ermöglichen oder herzustellen, die alleine nicht mehr umgesetzt werden können. In der Tat helfen also dann Exoskelette Menschen mit spezifischen Vorerkrankungen. Wer sich für dieses Thema weiter interessiert, dem packen wir noch einige Links in die Shownotes. Heute geht es aber um Exoskelette am Arbeitsplatz. Diese Exoskelette erleichtern die Arbeit und reduzieren körperliche Beanspruchungen. Aber warum sollen wir körperliche Beanspruchungen reduzieren? Ich meine, wir gehen ja auch ins Fitnessstudio, stemmen dort Gewichte, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Das ist eine gute Frage und dazu habe ich mal was vorbereitet. Wenn wir in dieser Grafik einmal sinnbildlich die Beanspruchung und Belastung während einer spezifischen Tätigkeit am Arbeitsplatz uns anschauen, gibt es eben Bereiche, in denen der Körper stärker belastet wird und in denen er geringer belastet wird. Und während uns der untere Bereich gesund und leistungsfähig erhält, gibt es Belastungsspitzen, die zu einer Überlast führen können. Und solche Überlasten sind natürlich maßgeblich verantwortlich für muskel-skeletale Erkrankungen, die sich zum Beispiel in Rückenschmerzen, Schulterschmerzen oder ähnlichem äußern. Ganz genau. Und wen das genau interessiert, auch dazu haben wir weitere Beiträge in den Shownotes verlinkt. Gut, aber wo liegt denn jetzt die Grenze zur Überlast? Die Grenze zur Überlast ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Einerseits der körperlichen Konstitution, aber auch den Arbeitsgewichten, die bewegt werden müssen, als auch der Anzahl an repetitiven Handlungen oder auch die Gesamtdauer der Tätigkeit. Gut, und wie kann mir jetzt dabei ein Exoskelett helfen, also beziehungsweise mich unterstützen? Dazu haben wir einen Versuchsaufbau vorbereitet. Wir sind zurück und in der Zwischenzeit haben wir Björn mit EMG-Sensoren an der Schulter ausgestattet. Und danach haben wir ihn mehrere Minuten lang diese Sustainer von unten nach oben stapeln lassen. Und jeder dieser Sustainer wiegt knapp 6 Kilogramm. Björn, wie war das für dich? Ja, das ist durchaus machbar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auf Dauer ganz schön anstrengend wird, wenn man das über eine längere Zeit macht, gerade in den Schultern. Und wie die Schultern arbeiten mussten, kann man hier sehr gut an diesem EMG sehen. Jedes Mal, wenn du die Arme hochnimmst, haben wir eine Aktivierung der Muskulatur. Und in der Spitze haben wir hier einen Wert von 16 bei dieser Arbeitstätigkeit ohne Exoskelett gemessen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, wie das Ganze mit dem S700 aussieht. Lass uns das tun. Wir sind wieder zurück und in der Zwischenzeit hat Björn seine zweite Arbeitsaufgabe, das Stapeln der Sustainer mit dem Exoskelett S700, erledigt. Und Björn, wie war es diesmal? Ja, die Last habe ich auf jeden Fall noch gemerkt, aber gerade am Ende der Zeit wird deutlich, dass die Entlastung dazu führt, dass die Ermüdung auf jeden Fall nicht so groß ist.
Ja, und um wie viel das Exoskelett jetzt deine Muskulatur entlastet hat, kann man am EMG sehr gut feststellen. Hier hatten wir ja ohne Exoskelett einen Maximalwert der Aktivierung von 16. Jetzt mit dem Exoskelett S700 haben wir nur noch einen Maximalwert von 11 festgestellt. Wir haben also mit dem Exoskelett die notwendige Muskelaktivität um knapp ein Drittel reduziert. Okay, und warum haben wir das Exoskelett nicht noch weiter aufgedreht und nicht um 100% entlastet? Ich meine, das wäre doch noch besser. Das könnte man erstmal denken. Aber da kommen wir zu unserer Ursprungsgrafik zurück. Wir erinnern uns, es gibt ja einen Bereich in der Belastung, den wir erhalten wollen. Das ist dieser grün schraffierte Bereich. Und die Aktivität mit Exoskelett entspricht jetzt genau diesem Bereich. Was wir geschafft haben mit dem Exoskelett ist, den Bereich hier oben, den potenziellen Überlastungsbereich, zu kappen. Gut, das heißt also, wir behalten das, was uns leistungsfähig erhält, und kappen das, was uns potenziell schaden kann. Exakt. Und genau das ist es, wofür Exoskelette im Arbeitseinsatz zuständig sind. Was wir also heute hoffentlich mit unserem kleinen Versuchsaufbau zeigen konnten: Exoskelette für den Arbeitseinsatz braucht man nicht nur, wenn man wenig Körperkraft hat oder unter einer Vorerkrankung leidet. Diese Exoskelette erleichtern uns die Arbeit und sollen uns vor einer Überlastung bewahren. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder generell zu Exoskeletten, dann schreibt sie gerne unten rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, euer Andi, euer Björn.